Okay, das sieht aber gut aus. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Was muss ich kaputt machen dann? Was ist das? Die Kreaturen werden angegriffen. Das hier oben dann oder was? Gehilfenlabor? Weiß ich gerade mal nicht. Einzelne Sachen halt. Da ist noch ein Pavian. Den haben wir ja, ne? Pavian. Pavian. Der gute alte Pavian. Kommen alle mit nach oben. Aha. Aha. Die Kreaturen werden angegriffen. Alle auf einen hier, ist toll. Alle auf einen, einer auf alle. Man kennt den Spruch ja. Wir haben noch weitere Libellen. Was sind das? Hyänen und Libellen, okay. Alles da. Man ist sich ja immer nie so ganz sicher, was das jetzt genau für eine Kombination ist. Die Kreaturen werden angegriffen. Der Turm ist natürlich jetzt gut gegen die Luft einhalten. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay, der Angriffsbefehl ist nicht immer so ganz geil. Im Sinne von, die finden nicht immer so gefühlt den sinnvollsten Ort. Oder den sinnvollsten Gegner, der als nächstes bearbeitet werden sollte. Oder es kommt mir nur so vor. Das kann natürlich auch sein. Was die weiß Kreaturen ich schon? Die Kreaturen werden angegriffen. Wunderhübsch. Wunderhübsch. Was hier passiert. Ja, die haben ordentlich Stress da unten. Splotch. Fantastisch. Die ganzen Gehilfen freuen sich auch bei den anderen. Oh, die greifen uns an. Oh nein, aua, aua. Also einfach alles platt machen. Fantastisch. Das kriegen wir hin. Das passt. Ich werde nochmal speichern. Ich traue dem Spiel nicht ganz immer, dass alles geschmeidig läuft. Es wird bisher nur einmal abgestürzt an einer reproduzierbaren Stelle, aber einmal reicht ja, ne, in dem Sinne. Einmal reicht da vollkommen aus. Die wackeln echt ein bisschen sehr uncool hier. Ja, machen die einfach alles kaputt. Die Kreaturen werden angegriffen. So. Ja, jetzt wäre Fernkampf halt schön. Jetzt müssen extra viel Fernkampf. Aber gut. Ich muss nochmal die Einheiten, glaube ich, ein bisschen optimieren, damit die entsprechend vielleicht keinen Flächenschaden macht. Oder nicht die eigenen Leute angreift. Das wäre sehr schön. Aber mal gucken, ob das überhaupt geht. Wahrscheinlich, also irgendwie muss es ja funktionieren. Sonst kann man ja nicht aus der Entfernung auf Leute schießen, wo eigene nebenstehen. Das ist ja für den direkten Kampf nicht wirklich unterstützend. Das wäre einigermaßen unsinnig. So, kaputt. Fast. Jetzt kaputt. Ah, fast. Ah, kaputt, ganz kaputt. Mission geschafft. Ziel erreicht. Ja. Gute Arbeit, Boss. Fantastisch. Nun, meine Lieben, es war ein wundervoller Abend. Aber es wird Zeit für mich zu verschwinden. Die gemeine Hexe entkommt schon wieder. Diese Flugmaschinen könnten wir bestimmt gut gebrauchen. Los, hinterher. Vielleicht können wir ja eine davon organisieren. Ausgezeichnete Idee, Rex. Warum sollte ich eine Flugmaschine haben? Wir haben doch schon eine schwebende Dingsbums. Wie heißt es? Lok. Naja. Mal gucken, was bei rauskommt. Flugmaschinen, kein Flug ohne Flügel, irgendwas, irgendwas. Wie alles begann. Aus dem Forschungstagebuch von Dr. Lucy Willing, 17. Juni 1937. Dr. Tschernikows Tod wird mir erst nach und nach bewusst. Ich kann nicht fassen, dass er nicht mehr da ist. Er war wie ein Vater zu mir. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit all dies angefangen hat, aber das ist nur logisch. Als ich auf diese Inseln kam, war es wie der Beginn eines neuen Lebens für mich. Seit damals ist das Sigma-Projekt mein einziger Lebensinhalt. Dr. Tschernikow deutete sogar an, dass ich nach seinem Tod seine Arbeit würde fortführen können. Ich hatte gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde. Er war ein gütiger Mensch und ein brillanter Wissenschaftler. Rex hat ihn nie kennengelernt und wusste nicht, was ihm entging. Anscheinend ist das nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er ist ein vorsichtiger, zurückhaltender Mann, der es nicht einfach hatte im Leben. Dennoch kann ich viel von seinem Vater in ihm erkennen.
Schwarzbild. Gibt es einen bestimmten Grund, warum ich am Fuße eines Vulkans landen sollte? Weil Velika hier nicht nach uns suchen wird. Weil es ziemlich verrückt ist, in geschmolzener Lava zu landen. Genau. Rex Chance, Sie bringen mich noch um den Verstand. Wenn meine Ausrüstung beschädigt wird... Nichts wird beschädigt. Entspannen Sie sich. Sehen Sie das? Dort hinten? Schon wieder diese Flugmaschinen, die Velika eingesetzt hat. Sie muss sie hier in der Nähe herstellen. Es sollte möglich sein, eine davon für uns zu beschaffen. Ich schaue mir die Sache mal an. Sie sollten ein paar Gehilfen anweisen, unseren Stützpunkt vorzubereiten. Für den Fall, dass wir angegriffen werden. Neues Ziel, Boss. Aber die... Also, okay, wir landen hier, weil niemand so doof wäre, auf dieser Insel zu landen. Im Forschungszentrum steht eine neue Entwicklung zur Verfügung. Aber gleichzeitig sind hier die Gegner. Oder was? Oder wie? Oder wo? Oder sind die einfach unterhalb hier? Ich muss mal gucken, wo die sind. Wahrscheinlich da. Ah ne, das ist ein Dorf. Ich habe ein Tier gesehen. Da. Kobra? Ah, Speikobra. Fertig. Die hat am Wochenende zu viel gefeiert. DNS sammeln. Kein Problem. Weil die Schlänge ein bisschen sehr komisch. Ein bisschen sehr kantig. Speikobra. Die Speikobra ist eine Giftschlange, die für ihr furchteinflößendes Drohverhalten und den tödlichen Biss bekannt ist. Charakteristisches Merkmal der Kobra ist der Schild, der bei Bedrohungen oder vor Angriffen aufgestellt wird. Dies geschieht mit Hilfe von spitz zulaufenden Rippen, die die lose Haut in den Halsregionen aufspannen. Das Gift der Kobra wurde lange Zeit in der medizinischen Forschung verwendet, da es das Enzym Lecithinase enthält, welches Zellenwände und die Membranen von Viren auflöst. Die Speikobra verfügt über einen effektiven Giftfernangriff und ist die einzige Kreatur, die den Giftangriff aus der Entfernung einsetzen kann. Andererseits verfügt sie über geringe Gesundheitswerte. Ihre Geschwindigkeit ist mittelmäßig. Ziel erreicht. Gute Arbeit, das Boss. Das ist total schön. Und jetzt? Und diese schönen Wellen. Oh, Strandfeeling. Urlaub. Hallo. Sie sind der Boss. Ja? Mutti darf mal schon mal was. Sie darf mal was bauen. Ich kümmere mich sofort darum. Ein Tank ist nie verkehrt. So, die können direkt dahin. Das ist schön, dass das geht, dass man direkt auf auch das Ziel klickt und dann gehen die direkt und bearbeiten das Ziel. Ich bin bereit. Das dass sie sich da einfach nicht nur nebenstellen, sondern einfach auch das auch anfangen, das zu Rex benutzen. Chance zu ihren Diensten. Das ist schon mal ganz wird gut. Sofort erledigt. Macht es zumindest einfacher. Okay. Rex wird angegriffen. Kein Problem. Wird sofort erledigt. Die Gegner haben uns erkannt. Mist. An die Arbeit. Ein neues Gebäude ist fertig. Sehr blöd. Ja, warte Wie mal. Kann ich Ihnen helfen? Ach, das ist eine gute Frage. Da darf noch mal einer hier einen Stromturm? Kumulator? Kann ich nicht bauen? Also kann ich tatsächlich nicht bauen. Das hat Hand und Fuß. Ha. Ha. Volote? Tastenkürzel Z. Die Tastenkürzel, ich weiß nicht genau, ob die einfach... Das von Ihnen gewünschte Gebäude ist fertig. Achso, das sind quasi... Das Z ist kein Z, sondern Y. Das heißt, wenn ich jetzt auf Y drücke, nee, wenn ich auf Z drücke... Okay, aber eigentlich wäre das halt das Z, was unten links neben dem X wäre. Weil dann haben wir hier Y, X, C, V, B. Das sind die Tasten, die unter WASD sind, quasi. Die über der Leertaste da links sind. Dass man die alle beieinander hat. Also es ist unabhängig von den Viechern, die da sind, was die Tasten sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist die eigentliche Aussage. Nicht genug Strom, das ist richtig. Weil ich immer noch keinen Kumulator habe. Ein Kumulator. Nicht zu verwechseln mit Remulator. Der macht dann Sachen cremig und soßig. Sammeln Sie den Schimpansen, Gorilla, Hyäne, Krokodil, schwarzer Panther. Speerkobra haben wir schon. Erkunden Sie den Eingang zum Vulkan und säubern Sie ihn von allen feindlichen Kreaturen und Konstrukten. Konstruktionen. Ja, und das jetzt? Ist der Plan. Also sind die Gegner nicht hier, sondern nur die ganzen Tiere, oder was? Ihr Gebäude ist fertig. Ich kümmere mich sofort darum. Da bekomme ich jetzt langsam ein bisschen Strömchen. Machen wir noch einen Heilige Wissenschaft. Was ist das hier? Erhöht die Lebenspunkte. Ach so, aha.
erhöht die Lebenspunkte des Labors um 50%. Erforderlich für Flugabwehrturm, Forschungszentrum und Landeplatz. Also Entwicklung und fortgeschrittene Konstruktionen müssen wir sowieso machen. Damit wir irgendwas reißen können. Mit den späteren Tieren. Volote? Nicht genug Strom. Meine Güte, braucht er viel Strom. Elektrizität. Rex Chance zu was auch immer mit dem gemacht wird. Ein neues Gebäude ist fertig. Warum das ist tierisch teuer, ne? Die Kreaturen werden angegriffen. Gut, dass ich einen Turm gebaut habe. Die Entwicklung ist abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, gut, dass ich einen Turm habe. Auch wenn der nicht alles jetzt hier reißen wird. Aber besser als gar nichts. Können die das reparieren vielleicht? Hallo? Okay. Reparieren geht, ja. Wo ist Lucy? Da. Was kann ich für sie tun? Sollte sie mal reparieren hier. Lucy wird angegriffen. Ja, ja, ist ja gut. Sie zerstören unsere Gebäude. Lucy wird angegriffen. Oh, die macht das ja richtig wie schnell heile. Wie kann ich Ihnen helfen? Heilige Wissenschaft. Die macht das echt flott heile. Hm? Ist der Wahnsinn. Sofort. Okay, das hat schon mal funktioniert. Alles klar, alles klar, alles klar. Partier hier noch. Wenn das denn geht. Ich sollte erstmal die nächste Stufe, glaube ich, freischalten. Ich glaube, das hat mehr Sinn, als hier die einzelnen Voloten, die mittelschlechten Voloten ich zu benutzen. Ich bin bereit. Wird sofort erledigt. Aber wir kriegen das hin, das passt schon. Ihr Gebäude ist fertig. Was ist das denn? Schützen ihr? Was ist denn, was ist das? Das neue Gebäude steht. Haben natürlich hier ein Fischchen und ein Gürteltier. Ist es ein Gürteltier? Doch, es ist ein Gürteltier, klar. Hm? Ich kümmere mich sofort darum. Sah ein bisschen seltsam aus, aber nur ganz dezent. Zwischenlage, ja, ja. Das alles kommt später noch. Entwicklungsstufe 2 und 3 brauche ich dann noch. Ich mache erstmal noch mehr Heilige Strom. Wissenschaft. Einfach, weil es geht. Oder ich mache das hier. Hallo? Okay. Ich werde sowas von dem Strom schwimmen dann hier. Ich werde quasi mit dem Strom schwimmen. Oh, lustig. Entwicklung hier. Stufe 2, fantastisch. An die Arbeit. Wäre mal interessant, wo denn die ganzen anderen Tiere sind. Aber das werden wir dann später ja noch feststellen. Kein Problem. Oh. Zusätze abgeschlossen. Hyäne. Ich bin bereit. Wird sofort erledigt. Und jetzt? Ob die Hyäne auf Hygiene ein neues steht? Das Gebäude ist fertig. Okay. Ich weiß es nicht. Die Hyäne ist ein hundeähnlicher Fleischfresser und berüchtigter Aasfresser. Hyänen haben kräftige Kiefer, mit denen sie Knochen zermalmen können, die für andere Raubtiere ungenießbar sind. Im Kampf ist die Hyäne stärker als der Kojote, sie spielt aber eine ähnliche Rolle. Ihr guter Ortungssinn macht sie zur bevorzugten Wahl für höherwertige Kombinationen, bei denen das scharfe Gehör und der Geruchssinn von Hunden gefragt sind. Denken Sie beim Kombinieren an die geringen Angriffs- und Verteidigungswerte, die die Hyäne verletzbar und kostengünstig machen. Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. Als ob man sich da mal alles merken könnte. Wir haben einen ganzen Riesenhaufen möglicher Tiere bisher. Und ich, als ob ich mir da alles von merken würde, was jetzt wie stark ist oder was jetzt wo toll ist für... Das Stachelvieh haben wir noch lange nicht mehr gemacht. Was kann ich für Sie tun? Ich kümmere mich sofort darum. 4. Oh, dann werde ich angegriffen. Rex wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Hunde bringen ja. Achso, stimmt, die Stachelschweine können ja auch hier. Die Stachelviecher können ja auch. Das Bergschwein kann ja auch Fernkampf. Ich erinnere mich. Habe ich irgendwie sehr lange ignoriert jetzt. Oder vergessen. Ich bin für vergessen. Was nicht besser macht. Die Kreaturen werden angegriffen. Aber die machen zumindest keinen Flächenschaden dann. Und jetzt? Kein Problem. Und jetzt hast du kein Problem, das ist gut. Hm? Wie kann ich Ihnen helfen? Aquatank? Boah, will ich einen Aquatank haben? Will ich da welche? Ja, will ich da irgendwas? Ich muss noch mal ein paar meiner Einheiten überarbeiten. Glaube ich mal ganz stark. Na komm, machen wir da einen Turm hin. Heilige Wissenschaft. Aber wenn die auch von oben kommen, muss ich natürlich aufpassen, dann. Also ja gemein, wenn die von oben kommen. Aber hier müssen die ja über... Ah ne, hier hinten ist auch ein Aufgang. Oder? Wasseraufgang? Die Kreaturen werden angegriffen. Da können die nicht runter, ne? Also muss ich nur aus der Luft letztendlich abwehren, müsste ich. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich da noch... Ihr Gebäude ist ob die fertig. Da halt übers Wasser kommen könnten, dass das ein Problem werden könnte. Ich mache so wenig Schaden jetzt gerade mal.
Die Kreaturen werden angegriffen. Ich mache überhaupt nichts gerade mal. Das ist ja furchtbar. Oh, aber das war eine Enttäuschung. Eine herbe Enttäuschung. Lucy wird angegriffen. Sie zerstören unsere Gebäude. Was kann ich für Sie tun? Sofort. Das Labor wird angegriffen, Boss. Die halten gar nicht mal so viel aus. Die Kreaturen werden angegriffen. Wollen mich das schützen, ihr? Das war eben eine schwache Vorstellung, ne? Dass das alles geschrottet wurde. Also ich... Ist nicht gut. Ist ganz, ganz gar nicht gut. Ich kümmere mich sofort darum. Rex Chance zu Ihren Diensten. Das hat Hand und Fuß. Da ist zumindest noch weitere Kohle hier zum Mitnehmen. Ha. Die haben halt echt wenig Leben, ne? Die Bergschweine. Das ist nicht gut. Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob ich meine ganzen Ressourcen überhaupt an diese niedrigen Sachen investieren möchte, wenn ich eigentlich die höheren Entwicklungsstufen haben möchte. Auch von der Forschung her und sowas. Dass wir da nochmal ein bisschen was reißen, damit ich da vorankomme. Das würde ich an sich gerne auslösen hier. Radarimpuls, damit ich mal sehe, was alles wo ist. Oder wie viel hier vielleicht los ist. Um zumindest schon mal eine grobe Einschätzung zu haben. Das wird irgendwann später dann machbar sein, vermute ich mal. Was kann ich für Sie tun? Oder was sollte? 200 habe ich nicht. Heilige Wissenschaft. Sie bleibt mal oben hier. Da. Heilige Wissenschaft. Ja, ist ja gut. Bergschwein höher machen hier. Flächenangriffsradius, das will ich halt genau nicht machen. Machen wir den Fernangriff ein bisschen höher. Aber das. Ich habe viel zu wenig Ressourcen. Entwicklung für Stufe 3 ist abgeschlossen. Das von Ihnen gewünschte Gebäude ist fertig. Ich müsste halt nochmal taktisch wirklich genauer die ganzen Einheiten planen. Ja? Damit ich halt spezielle Rollen habe quasi. Fertig mit Entwickeln. Also den Markieren ist... Ist das hier denn erst? Nee. Ich weiß es nicht. Die Gier-Eule macht natürlich ein bisschen Schaden, aber die kann auch sonst nichts. Macht Schaden, hat Leben. Ist eigentlich gut. Hat Sicht, ist nur nicht schnell. Egal. Ist nicht komplett verkehrt. Wird schon funktionieren. Oh, und das Ding ist noch immer kaputt hier. Ich kümmere mich sofort darum. Sieht zum Glück auch nur ein bisschen blöd aus. Hi. Na du? Ja, naja. Ich weiß nicht, ob die Tiere... Also, glücklich werden sie wahrscheinlich nicht. Sagen wir es nur so. Sie haben ihre Funktion, aber... Die Funktion besteht anscheinend nicht aus hübsch aussehen. Oder besonders inspirierend sein. Mal ganz freundlich ausgedrückt. Kann ich nämlich sehr gut... mich freundlich ausdrücken. Die können auch gerne ein bisschen mit Schaden machen, glaube ich. Ne, machen wir da hier ein bisschen... Machen wir Lebenspunkte ein bisschen hoch. Wenn ich es hier kann. Zack. Das wird jemand sinnvoll benutzen hier. Vielleicht sind die ja ganz toll, ich weiß es nicht. Müsste ich halt immer mal wieder testen hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Das darf auch mal repariert werden hier. Heilige Wissenschaft. Okay, ich mach nochmal einen. Ansonsten muss ich gerade mal gucken, was hier alles in der Nähe denn ist. Wie ich das mal wegschaufeln könnte, was ich da alles wegzukloppen habe. Im Moment sind, glaube ich, die Türme halt eher das Problem. Und sonst Einheiten sind hier gar nicht mal so viele wahrscheinlich. Die Kreaturen werden angegriffen. Da rufe ich dir noch eins rum. Der Fernkampf bringt ja gar nichts hier. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay, das Kämpfen sieht so ein bisschen albern aus bei denen. Bei den Eulen. Bisschen sehr. Die Kreaturen werden angegriffen. Können wir mal bitte dahin, wo hier keine Türme mehr Reichweite haben? Genau. Die Kreaturen werden angegriffen. Die haben ja. Okay, die haben doch ein bisschen mehr Leben. Das ist eine Kamaffe.
Chamäleon und Giraffe. Das ist nicht gut. Die Kreaturen, das macht viel zu viel Schaden. Ich fresse viel zu viel Schaden. Das ist immer das Blöde, wenn man seine Armee dann doch komplett verliert. Wie kann ich Ihnen helfen? Sofort. Weil dann ist es noch teuer, die komplett erstmal aufbauen zu müssen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Kreaturen werden angegriffen. Ein Libellengepard quasi. Ein Lippard. Das Labor wird angegriffen, Boss. Ja, ist ja gut. Die kam jetzt von der Seite, das war voll gemein. Ist nicht gut. Okay, das heißt, ich muss jetzt nochmal einen richtigen Schwung draus machen hier. An Inhalten. Oder Upgrades. Ich mache Upgrades. Damit ich möglichst die guten, brauchbaren Einheiten bekomme. Ich muss halt wirklich mal ein bisschen aufpassen hier. Dass ich meine Armee nochmal ein bisschen verändere. Was benutze ich denn mal? Gar nicht. Ja. Die hat keine wirkliche Funktion, ne, glaube ich. Was haben wir denn mal? Was haben wir denn? Das ist Geschwindigkeit im Wasser. Ja, ist egal. Mal daran sieht man zumindest, wer alles im Wasser sein kann. Der Eisbär logischerweise auch. Den könnte ich mal benutzen, ne, den Eisbär. Oder ich nehme die Kobra tatsächlich mal. Mit. Mit Libelle wäre auch lustig, wie das dann aussieht. Wäre das lustig? Im Moment sieht es nicht. Also es sieht. Es hat was, ne? Das hat was. Ah, das ist cool. Ist nur sehr zerbrechlich, das Ding. 27 Gesundheit. Oh. Oh. Aha. Aha. Hat auch ein bisschen wenig Schaden, ne? Boah, das ist alles sehr stromintensiv hier. Nee, das mache ich mal nicht. Das ist mir zu doof. Womit kann man das kombinieren nochmal schön? Hygiene. Wenn wir die schon mal neu haben hier. Schön, hat was. Es, genau so muss es sein. Das sieht... Oh, hast du abgenommen? Ja. Okay, der Schwanz ändert genau gar nichts. Machen wir das so, das sieht super aus. Was ich interessant finde, dass die Gesamtgröße so anders ist. Ne, im Vergleich hier, der Maßstab. Machen wir das, das ist super. Bis 9 Schaden hier, Giftspray. Ja. Machen wir das. Späne. Ah, eine Späne. Klingt ein bisschen wie Cheyenne. Die ist Stufe. Was sind die? Ab welcher Stufe? 2. Das ist ja billig. Sie zerstören unsere Gebäude. Ey, ich hoffe, dass eine Späne jetzt aber schön Zusätze wird. Zusätze abgeschlossen. Das ist jetzt meine neue Hoffnung. Was haben die da? Schimpeler. Fliegende Schimpanse. Schimpanse mit einem Adler. Ein Schimpler. Wir haben auch eine 80 Lebenspunkte. Das ist nicht gut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was war was ist ein Zitterwal? Also geil. Entwicklung für Stufe 4. Die haben jetzt Rudelzwang hier.